Apogee Software Productions präsentiert Cosmos Cosmic Adventures. Ein Spiel von Todd Jödre Plockle und Stephen A. Hornback. Ja, Forbidden Planet Adventure 2 von 3. Ja, published von Apogee und das ist nicht Shareware. Ganz genau. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Spiel. Wir beginnen ein neues Spiel. Kann ich eigentlich Restore drücken? Nee, nein. Genau, okay. Unser altes Safe King gibt's hier nicht. Das ist übrigens eine eigene Exit-Datei. Gibt's hier Highscores? Coole. Nö. Sieht aus wie beim letzten Mal. Okay, na dann. Blalop. Ich bin sehr gespannt. Ah ja, ich muss wieder schneller schalten. Warte. So. Das macht da weiter, wo wir aufgehört hatten. Aber wir hatten viel mehr Punkte, viel mehr Lebensenergie und vor allem auch viel mehr Bomben. Naja, ich lasse mich mal fallen. Mit dem Block, der über mir, der fällt mit mir. Das ist mein Kumpelblock. Den lasse ich nicht alleine. Vielleicht doch, der kann mal vorgehen. Keine Ahnung, was ich hier rede. Können Sie die Kreatur... Ah ja, natürlich. Erinnerung, spring auf Kreaturen, um dich zu verteidigen und zwar so. Ja, das hilft mir in der Situation weiter. Und auch vielen Dank dafür, dass ich alle Informationen jetzt nochmal bekomme. Level 2. Huh. Jetzt sind wir scheinbar in der Kreatur drin. Ah ja, 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 danke. Danke für die Info. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Aha. Das ist ja seltsam. Ich meine, die Hintergründe sind eigentlich ganz cool gemacht, ne? Ein paar Knochen und ein paar Eingeweide und sowas kann man gut erkennen. Aber ich kann immer noch nicht erkennen, was hier blip blip macht. Ist das der Tropfen da links? Ja, es sind die Tropfen, die Geräusche machen. Kann ich da überhaupt... Ich guck mal. Okay, hey, danke, liebes Spiel. Ich schau mal ganz kurz an, was ich mich überhaupt festhalten kann und sowas. Kann ich mich hier dran festhalten? Müssen wir mal probieren. Ich glaube, ich habe das nicht richtig gemacht. So, kann ich mich hier dran festhalten? Aha, ich kann an diese Spitze dran springen. Aber festhalten kann ich mich nicht. Okay, das ist schon mal eine gute Information. Danke. Ein paar Steine nehme ich mit. Ach ja, ist ja auch unsere erste Bombe jetzt, ne? Hm. Lustig, dass die aus so einem Ei rauskommen. Mit dem Geist komme ich echt ziemlich hoch. Ziemlich hoch hinaus. Das kann passieren, aber ich habe gerade überlegt gehabt, ob ich den eventuell brauche. Für was auch immer. Oh, ein Würstchen. Hat er bestimmt gerade gegessen. Die Geister ziehe ich einfach mal mit. Für den Fall, dass sie nützlich werden. Nein, Mami. Shit. Entschuldigung. Ich habe hier noch ein ganz kleines bisschen damit zu tun, hier auch Vordergrund und Hintergrund auseinanderzuhalten. Der ist ganz schön chaotisch. Und hier muss ich nur einmal drauf springen, oder wie? Oh, da kommen die lustigen Viecher raus. Ist ja knuffig. Okay. Okay, okay. Ah ja, ah ja, Gegner. Hab ich schon wieder vergessen, dass der hier am Rumexistieren ist. Hier war das Würstchen. Hm. Für das komische Ding, ne?
habe ich beinahe übersehen, mein Freund. So. Ich weiß nicht, ob ich da reingekommen wäre normalerweise. Aber jedenfalls bin ich's jetzt. Das Würstchen kann ich drauf. Ah, oh, da tropft. Ah, das ist bestimmt auch schädlich. Schädliches Blut. Bestimmt infiziert mit irgendwas. Hepatitis B oder so. Ah, oh. Okay. Da kann ich offensichtlich auch drauf. Oh. Ah, ha, die Gegner vom Anfang. Das ist ein seltsames Level, oder? Geht das nur mir so? Erstens habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Oben, unten, rechts, links. Und dann habe ich echt nochmal zu tun, zu gucken, was hier Gegner ist und was nicht. Oh, das habe ich nicht gut getimt. Lebensenergie, danke. Die brauche ich. Dich brauche ich nicht. Jetzt bitte. Da darf ich, glaube ich, drauf. Da auch. Da wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, ob ich da wieder wegkomme. Kann ich da reinspringen rechts? In die Lücke? Bestimmt nicht, oder? Ich habe mich auch schon abgeprallt. Ich kann hier nicht auf die Knochen drauf springen, oder? Genau unter mir. Okay. Eine unreife Erdbeere. Stern. Gegner. Was für ein seltsames Level. Da, ich glaube, auf das Braune komme ich, glaube ich, nicht drauf, ne? Ich lasse einfach mal das da liegen, wo es ist. Aha. Aua. Ah, okay, der folgt mir. Und ich kann auch in... Wow! Also, solange wie er steht, kann ich auf ihn drauf springen. Sprich, jetzt... Ja, zu spät. Dann kann man jetzt super hoch springen. Hm. Verstehe ich noch nicht ganz. Ach Mann. Seltsamer Gegner. Ich weiß halt auch nicht, ob wir ihn brauchen direkt. Für irgendwas. Muss ich nochmal gucken. Dich kill ich erstmal. Oh, ich hab gedacht, ich kann's gut timen. Aber nein, kann ich nicht. Oh, komm mal her. Ich hatte hier links noch einen gehabt. Und frag mich jetzt. Wie weit ich nach oben komme? Ziemlich weit, aber hilft mir nicht so richtig. Na gut, Punkte bringt's. Ich habe gehofft, ich kann hier eine Abkürzung nehmen. Scheiße, das war eine schöne Abkürzung hier. In den Abgrund. Sorry fürs Rumblödeln, aber ich versuche gerade noch das Level so ein bisschen zu verstehen. Am Anfang habe ich gedacht, ich muss nach oben und jetzt glaube ich eher, ich muss nach rechts. Und von da aus irgendwie weiter, ich habe keine Ahnung. Die meisten Level folgen ja irgendeinem bestimmten System und dieses System hier habe ich noch nicht begriffen. Hier kann ich eine Abkürzung nehmen, ne?
Sehr gut. Nein, ah, ich habe gedacht, ich komme oben dran. Ja, aber den schaffe ich nicht ganz, ne? Ne. Hm. Hätte ich ihn. Oh, ich wollte sagen, hätte ich einen Geist gebraucht. Hey Geist, komm mal her. Ich will mal gucken, ob ich da oben rechts abkürzen kann. Fände ich nur fair. Offensichtlich nicht. Ah, okay. Also das Blut schadet uns. Wir hatten damit gerechnet, aber jetzt haben wir es bestätigt. Hier waren wir schon mal gewesen, aber links waren wir nicht hier links, ne? Oh, Bombe nehme ich mit. Danke. Ah, ich kann durch die Dinge auch durchlaufen. Gut zu wissen. Diesmal keinen Schaden nehmen. Gutes Timing, ne? So wie ich es gesagt habe. Ich mach's für den Kram, lass ich mal liegen. Ha. Diesmal habe ich es besser hinbekommen. Okay, okay. Sind wieder ganz in der Nähe, wo wir gerade eben schon mal waren. Ha. Das sind wir diejenigen, die wir gerade eben gesehen hatten, ne? Wir geschaut hatten, ob wir da hochkommen. Ich auch nochmal üben. Ich hätte natürlich die Mundgesichter. Dann bin ich ein besser punktemäßig abfarmen können. Geht das? Ja, okay. Aber hey. Gut, okay, wir sind im Ziel. Das ist schon mal schön. Ach ja, das erste Level war ja auch das ins böse Monster hineinspringen, ne? Bonusstarke. Oh! Oh, das war nicht der Plan. Es gibt hier ein offensichtlich neues Bonuslevel. Ein mir noch unbekanntes. Mit Musik, die mich ein bisschen an Earthworm Jim erinnert. Mich dahin? Nee, ne? Negativ. Okay, wir haben volle Bomben, wir haben volle Lebensenergie. Das ist mehr, als ich hätte erwarten können. Oh. Okay, das ist nice. Ha. Huh. Interessant. Okay, bringt uns überhaupt nichts. Cool, danke. Okay, cool. Level 2. Ah, hier können wir auch nochmal. Warte. Zack. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt passiert ist. Ob wir irgendwie aus dem Enddarm des Monsters hinausgekommen sind. Aber wir sind auf jeden Fall wieder draußen und sind hier auf der Alien-Welt oder so. Keine Ahnung. Oh, oh. Sterne. Ja, Sterne sind immer ein schönes Safety-Net, ne? Dass wir da nochmal Bomben und Lebensenergie bei den Bonusleveln bekommen.
Nein, 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 nein. Oh. Oh. Doch mehr schichtiger als gedacht. Da komme ich doch bestimmt hoch. Ja, hätte ich ja. Durch, für den extrem schwierigen Sprung hätte ich jede Menge Bomben bekommen. Huh. Ah, oh. Das habe ich total nicht gecheckt. Ich habe gedacht, das ist halt hier, ne? Ganz normal mit, weiß schon. Mit Boden. Ich hasse dich, geh weg. Ha. Huh. Interessant, habe ich total nicht gesehen. Ja, jedenfalls cool. Ich finde allgemein bei Cosmos Cosmic Adventure ziemlich nice, dass sich die Levels unterschiedlich spielen lassen. Wenn man das mal vergleicht mit dem, mit einem der Untergrundlevel oder mit dem Eislevel. Schon cool. Oh, ich kann da runter. Okay. Ah! Eventuell schaffe ich den Sprung sogar, aber ich traue mich. Ich traue mich nicht. Von schrägen Wegspringen ist immer schwierig. Da kann es manchmal sein, dass das Spiel dich als in der Luft noch registriert. Als gerade fallend. Nein. Hör auf damit. Komm, ich renne mal ein bisschen durch. Oh, na gut, die Lebensenergie, die ist vielleicht nützlich. So. Ja, das war professionell gemacht. Oh, 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 oh. Ich bin da reingelaufen. Gibt's hier nochmal... Ah, ja. Ganz kleiner Pilz. Geh weg. Mit der lustigen Musik. Du bist jetzt der Sternenhimmel echt außergewöhnlich schön gemacht. Vor allem, wenn man sich bewegt. Also wenn man nur so ein bisschen anguckt, dann ist er, naja, ganz okay. Aber wenn man sich halt ein bisschen von rechts nach links bewegt und den nicht ganz so im Auge hat, dann finde ich, funkelt und leuchtet er. Das sieht man nicht so, dass es ganz systematisch funkelt. Jedenfalls schön. Aber ich finde das Spiel allgemein ziemlich schön gemacht. Auch schön, oh. Auch schön, wie viel von den Items, die man aufsammeln kann, animiert sind. Irgendwelche Kristalle, die funkeln oder irgendwelche Dinge, die da rumwobbeln. Das ist immer schön. Ah, da ist nicht mehr und hier ist auch nicht mehr. Okay. Oh, oh, oh. Ich habe gerade Hans Kuck in die Luft mir die Sterne angeschaut. Höhö. Ja, dass man diese Ecken hier in die Luft jagen kann. Ich meine, echt schön zu wissen. Aber immer noch seltsam. Und dass das hier Punkte sind. Lecker Pilze. Oh. Schaffen wir das Level noch? Bestimmt, ne? Ja, Achtung vor Gegnern von oben. Okay. Oh. Ja, auch diese Kisten jetzt im 4:3 Format übrigens quadratisch. In dem Originalformat nicht. Weil wir es neulich davon hatten. Und auch Fässer sehen schöner aus. Und viele andere Dinge.
Und der Cosmo selber vor allem auch. Sieht viel besser aus im 4:3 Format. Ah ja, Gegner von oben. So. Echt krass, wie viel Bälle es gibt. Also so im Spiel. Die sind echt fast in jedem Level. Das ist die dominante Spezies des Planeten. Ah! Ich habe nicht damit gerechnet, lieber Zuschauer. Ach komm, das machen wir in der nächsten Folge. Das passt gerade zeitlich, das machen wir in der nächsten Folge. Haben wir auch selten, dass zwei Level sich so extrem ähneln. Ne? Außer vielleicht das erste und das zweite. So direkt ineinander. Na gut, jedenfalls, bis in der nächsten Folge. Ciao!